Moin zu einer neuen Runde Monkey Tested. Heute mit meinem Kooperationspartner Age of Origins. Age of Origins ist ein mobiles Tower-Defense-Strategiespiel, in dem du die Rolle als Kommandant übernimmst, der gerade die Stadt in einer zerstörten Welt übernommen hat. Mit der Hilfe deiner Assistenten und Truppen baust du als Kommandant diese, deine Stadt aus, entwickelst Forschungstechnologien und wehrst Wellen von eindringenden Zombies ab. Heute geht es um Allianz-Events. Ihr seht es schon, ihr müsst dafür natürlich in einer Allianz sein, das ist selbstverständlich. Und ihr könnt zum Beispiel beim Elite-Krieg mitmachen. Das hängt natürlich davon ab, wann ihr gerade dabei seid und ob diese gerade stattfindet. Aber das könnt ihr als Allianz natürlich gemeinsam durchführen. Dann gibt es noch Schlachtfeld des Untergangs. Das findet immer dienstags, donnerstags und samstags statt. Meine Allianz, der ich jetzt mal beigetreten bin, testweise, die hat das noch nicht geschafft. Und der Versuch ist leider schon vorbei, aber es geht natürlich ganz klar auf Zeit, denn wenn ihr seht, Platz 1, 8 Minuten 20 bis hin zu Platz 20 mit fast 30 Minuten, da seht ihr ganz deutlich, es geht um Zeit. Also müsst ihr das so schnell wie möglich machen, damit eure Allianz besser ist als die anderen. Dann gibt es natürlich noch Schlachtfeld des Untergangs, das hatten wir gerade schon, und dann Zombie-Elite herausfordern. Da ist es im Endeffekt so, dass ihr das als Einzelperson zu jeder Zeit machen könnt und natürlich Einfluss auf euer Allianzergebnis habt. Das können wir uns auch mal angucken. Ihr habt pro Tag 2 Versuche. Ich habe jetzt nur ganz schwach, ich wurde genullt. Dementsprechend werde ich nicht sonderlich viel Schaden machen, aber damit ihr das mal so seht. Theoretisch würden jetzt ganz viele Einheiten da sichtbar sein und viel Schaden machen, aber ich sterbe schon direkt beim ersten Versuch, weil einfach alle meine Truppen weg sind. Allerdings würde es mehr Runden geben und ich würde mehr Schaden machen als im Endeffekt 0. Wobei ich bei mir in der Allianz mit dem bisschen schon auf Platz 12 gelandet bin und im Endeffekt, naja, knapp 1% weggenommen habe. Das sind so die Sachen, die ihr sofort sehen könnt. Allianz spenden solltet ihr natürlich auch jederzeit, damit eure Allianz auch davon profitiert. Und dann gibt es natürlich das, was ihr jetzt seht, solche Events wie den Hauptstadtkampf in dem Fall oder auch das Void, wo ihr eben Cross-State diese ganze Aktion habt, wo ihr als Team agieren könnt, wo ihr als Staat agieren könnt, wo ihr auch untereinander wechseln könnt, damit eben euer Staat diese Events gewinnt und ihr natürlich ruhmreich zu eurer Allianz zurückkehrt. Das ist da auch natürlich super wichtig. Ihr seht auch die Kampfergebnisse hier rechts und links, auch die weiteren Events, die ihr gemeinsam durchführen könnt. Das alles in Age of Origins. Ich hoffe, ich kann euch einen kurzen Einblick in erste Allianz-Events geben. Es gibt noch sowas wie Alliance Bounty. Das ist, wo ihr einzelne Aufgaben als Team erledigen könnt. Also für euer Gesamtergebnis als Allianz seid ihr dann verantwortlich. Das sind all solche Events, die ihr als Allianz toll gemeinsam durchführen könnt und euch stärken.